It was tough in the fact that, like, okay, you play basketball, and especially as a professional, you wanna make as much money as you can, and you wanna put yourself in a situation where you're playing at the highest level. And so, in that regard, it was definitely a tough decision to maybe not take as much money as you could make and decide to stay here. But like I said, we've always felt a special connection with Oldenburg. We always felt that this was a place where we could have our family and all be together and not have to worry about anything. Like, I don't have to worry about my wife driving to the store or, you know, her safety at the games, because certain countries, those are issues that you have to think about. And so it was tough. It was a tough decision where we had to kind of really sit down and realize the decision we were making. But I think at the end of the day, it was an easy decision because we knew what we had in Oldenburg. And I think it was enough for us to say, you know, thanks for the offer, but we're going to stay where we are. We stayed in Oldenburg for the city. The first time we stayed, it was for Pedrag. Ricky had a very special connection with him, and he felt comfortable here. It's a perfect place for kids, Oldenburg is. And even when our kids were so young at that time, the only complaint we really ever had was the weather, and we figure if that's your only complaint, then it's probably a pretty good place. After we finished the first 3 years and we've had some opportunities to kind of look at other clubs or kind of maybe go elsewhere, and we were able to kind of weigh the pros and cons and see what works for us. And I think every time we've had to make that decision, Oldenburg has won. And so I think those situations, those moments make you realize how special the city is and how special the relationship between myself and Oldenburg and the club is. Ich kann nur sagen, er wird, wenn er jetzt Oldenburg verlassen wird, natürlich mit einem lächelnden, aber auch mit einem tränenden Auge hier weggehen. Das ist wie sein Zuhause. Ricky ist Oldenburg. Und ich glaube, Oldenburg hätte nie so ein Licht auf die bekommen, wenn halt Ricky nicht da gewesen wäre. Ich glaube, wenn man über Oldenburg Basketball spricht, spricht man sofort oder denkt man sofort an Ricky Pauling. Nicht nur, weil er auf dem Feld irgendwie großartige Sachen macht, sondern einfach auch, weil er ein Aushängeschild war, weil er das Team und den Verein unglaublich gut repräsentiert hat und es einfach auch so ein Geben und Nehmen war und er auch für die Stadt, glaube ich, wichtig war. Ja? Und ich glaube, das ist ausschlaggebend für so, um so eine Galionsfigur zu sein. Ja? Ja, Ricky ist eine Leitfigur. Das ist das Aushängeschild. Das heißt ja nicht umsonst Paulding-Burg. Ne? Also das ist ja schon eine unglaubliche Anerkennung. Also den Stadtnamen umzubenennen, nicht weil das jetzt zufällig so war, sondern weil man Ricky als Aushängeschild wirklich mit Oldenburg stark identifiziert. Und jeder Club braucht, glaube ich, diese sogenannten Champions, die auch diese Führungsrolle wahrnehmen. Und das hat Ricky sehr beeindruckend gemacht. War natürlich immer schon das Nonplusultra in Oldenburg. Ricky steht mehr oder weniger für Oldenburg, den Verein, die Stadt. Er liebt es hier, mit seinem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, vom Training und wieder zurück. Wenn wir uns irgendwo treffen sollten, in einem Restaurant oder so, und das Leben ist einfach ganz anders hier. It's just nice, like you go out in the city and you see people, but it's not like too much, but also people say good game, where like keep your head up and get the next one. I think that's the main thing. Like when there were times where teams weren't playing well, the team wasn't playing well, or we've lost a big game, or I wasn't playing well, like. Very rarely did you get somebody who really kind of ripped into you. Usually people are like, oh, Shada, like, let's get the next one. And I'll be there supporting either way or whatever. And I think you don't get that in a lot of places. And that meant a lot to me. I don't know how other players feel about it. What I love is the freedom that my children have. They can ride their bikes everywhere and we're never concerned. They have a sense of freedom and independence here in Oldenburg that they will never have in America. We are different parents in America.
and we know where they are at all times. And here, we don't, and we don't worry about it. So that's the one thing that I really, really love about Oldenburg and that I will miss, and I think it's probably special to the rest of Germany. I don't think all of Germany is like Oldenburg with that, with the bicycle culture and everything like that. I love the people here are so friendly and but not intrusive. You know, they never overstep, or we've never had issues with, you know, people showing up at your house, or even like if we go out to eat, everyone's always really respectful, and yeah, it's the people. I think the first time I really realized it is when they made that mural that was back there over by the old arena. They where it said Paulingburg out. That was the first time I was like, wow, they really do like him here. You don't really see that in Europe at all, I don't think. And if you do see that, you see that from NBA guys in the States. And for him to have something like that is awesome. And I know he's proud of his accomplishments and what he's done out here. And I know the city of Oldenburg love him for him being here and all he's done for this city. Ich kann mich an eine Sache erinnern, als wir mal mit dem Bus gefahren sind und ein Spieler, der das Graffiti nicht kannte, hat gesagt, yo, they got Ricky on the side of the building. Und ich dann so, yeah, of course, Paulingburg, that's what it is. Und er konnte das nicht glauben. Egal, wo man hingeht, ich glaube, er ist berühmter als der Bürgermeister hier in Oldenburg. Das ist ein Ansporn auch für andere Spieler zu sagen, boah, ich möchte auch für einen Verein so ein Vorbild sein oder für den Verein so viel kämpfen, dass ich auch es mal irgendwann schaffe, ein Graffiti von meinem Gesicht an einer Halle, weil das zeigt, wow, ich habe was erreicht und das möchte ich an den Weiteren geben für den Nächsten, der die Möglichkeit hat, auch ein Gesicht für den Verein zu sein. Und da hat man das Gefühl gehabt, es war irgendwie immer von Anfang an klar, okay, beide Parteien mögen sich und deswegen kommt es so lange zustande. Und ich glaube, dass da viele Standorte, aber auch von der Spielerseite sich irgendwie schon das zum Vorbild nehmen sollten. Also Basketball ist ihm enorm wichtig und ich glaube, es hat einfach sehr gut gepasst hier in Oldenburg für ihn, dass das alles so in place gefallen ist, dass er überhaupt so lange spielt und dass das hat alles super gut mit dem Familienhalt, mit der Mannschaft, mit dem, wofür die EW Basket stehen, es hat einfach perfekt gepasst. Das ist so eine Geschichte. Ich glaube, sowas wird es vielleicht nie wieder geben, ne? Weil vom Charakter, wie er ist, wie zurückhaltend er ist und auch wie coachable er ist, das hat vieles ausgemacht. Vieles ausgemacht. I think the city, I don't know, is lucky to have a guy like him to come by. This isn't normal at all, you know? And it's not normal for us Americans too, so I got to really experience his impact in a city here in Germany, which is cool. Wenn Ricky deutsch wäre, wäre er vielleicht norddeutsch, weil er bescheiden ist, zurückhaltend ist, weil er nicht so dieses Laute hat, was Profisportler ja vielleicht dann auch mal haben, wenn sie ihre eigene Leistung irgendwo hinstellen wollen oder den Leuten vermitteln wollen, wie gut sie sind. Das hat Ricky nie nötig gehabt, weil er immer seine Leistung hat sprechen lassen. Und ich glaube, das kam extrem gut hier an, weil die Leute einfach sehen wollten, jemand, genau was ich vorhin sagte, der immer solide und absolut verlässlich seine Leistung gebracht hat, das bringt dich dann irgendwann in die Herzen, weil die Leute wissen, er lässt alles auf dem Feld und tut alles, damit die Mannschaft gewinnt. Und das sind so vielleicht so gewisse norddeutsche Tugenden, verbunden mit diesem etwas ruhigeren Understatement. Dadurch passt Ricky so gut nach Oldenburg auch. Der hat 15 Jahre hier uns Freunde gebracht und uns so oft abends, Samstag oder Sonntag oder Freitag bei Spiele glücklich gemacht und mit seiner Leistung Spiele gewonnen und trotzdem normal geblieben. Und wenn sieht man alles auf eine Seite, was hat er uns vorbereitet und geleistet hier. Ich weiß nicht, was muss man machen, ihm das Danke zu sagen. Und jetzt gerade bei Ricky war es wichtig, dass wir uns einfach bedanken für diese 15 Jahre, die er uns auch Stärke gegeben hat, Stärke in Situationen, wo es vielleicht auch nicht so gut lief auf dem Feld, aber er war halt immer da und hat gesagt, es geht irgendwie weiter. Wir probieren hier als Team nach vorne zu gehen. Und da haben wir gedacht, wir müssen irgendwie was machen, um
uns dankbar zu zeigen, dankbar für alles, was er so gemacht hat. Und da haben wir gedacht, wir müssen irgendwie auch eine Superlative machen. So wie er eine Superlative gegeben hat für Oldenburg, wollten wir eine Superlative in der Choreo machen. Also was die Fans getan haben anlässlich seines letzten Heimspieles und welche Choreografie die entwickelt haben und das in der Zeit, in der wir wirklich nicht sportlich nicht sehr gut dastanden. Aber sie haben in der Summe betrachtet, was er ihnen wirklich bedeutet hat über diesen Zeitraum von 15 Jahren. Und das haben sie ihm mit einer unglaublichen Choreografie gedankt. Es wird ihm sehr fehlen, sehr fehlen. Also ich hoffe natürlich, dass er sehr oft wieder herkommt, weil ich, wie ich ihn einschätze, kann mir nicht vorstellen, dass er einfach zurückziehen könnte und sagt, okay, das war's jetzt für Oldenburg. Dafür liegt ihm Oldenburg einfach zu sehr am Herzen.